Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Nicht allzu lang ist es her, da haben wir über die unwahrscheinlichsten Ereignisse in Pokémon-Spielen gesprochen. Und da das ja nur eine Handvoll waren, war es umso wahrscheinlicher, dass ein Part 2 kommt. Und hier ist er! Willkommen zurück zu Unwahrscheinliche Dinge in Pokémon. Und ich kann euch sagen, hier werden Fälle aufgelistet, die sind wirklich nahezu der Unmöglichkeit zuzuordnen. Es wird ultralegendär. Was uns auch gleich zum ersten Punkt führt. Der in Sonne und Mond dazugestoßene Ultraball, nicht zu verwechseln mit dem Ultra Ball, dem englischen Hyperball, sondern der Ultraball, seines Zeichen Beast Ball im Englischen, sorgt nicht nur für Verwirrung bei seiner Namensgebung, sondern auch in seiner Funktion. Ultrabestien lassen sich mit ihm einigermaßen vernünftig fangen, während herkömmliche Pokémon, und seien sie noch so unscheinbar, für den Ultraball eine ordentliche Herausforderung darstellen. Denn während er Ultrabestien mit einer Fangquote von 5 in sich verschließt, kommt er bei Normalo-Pokémon gerade mal auf schlappe und lächerlich wirkende 0,1. Zum Vergleich, der Pokéball arbeitet mit einer Quote von 1. Das ist 10-mal so viel. Tja, und nun versuch mal ein Pokémon, welches ohnehin schon schwer zu fangen ist, mit so einer Krücke wie dem Ultraball zu fangen. Ein legendäres Pokémon mit der herkömmlichen Fangrate von 3 in einem Beast Ball zu behalten, bringt eine Wahrscheinlichkeit mit von 1 zu 358. Da macht es dann vielleicht doch mehr Sinn, zum englischen Ultraball, also dem Hyperball, zu greifen. Himmel, warum auch immer diese verwirrende Namensgebung? Wahrscheinlich gibt's dafür gar keinen Grund. Es ist einfach so, weil Baum. Doch verwirrende Bäume gibt es ebenfalls, in der Sinnoh-Region nämlich. Die gülden, leuchtenden Honigbäume. Aber könnt ihr mir sagen, was der Unterschied zwischen diesem Baum und diesem Baum hier ist? Nein? Gut, ich auch nicht. Vielleicht sind diese beiden hier auch absolut gleich. Oder aber einer von ihnen ist einfach nur ein Baum, während der andere ein guter Baum ist. Ein ganz braver Baum. Steht da, tut keinem was und ist einfach nur nett zu anderen. So wie seine drei weiteren Kumpanen in der Region. Ich erklär's euch. Bekanntermaßen schmiert man diese Bäume mit Honig ein. Irgendwann fangen sie an zu wackeln und man kann ein Pokémon von ihnen fangen. Jetzt gibt es in dieser Region verteilt 4 auserwählte Bäume, die guten nämlich, die in ihrer besonderen Güte Pokémon zu meist anderen Wahrscheinlichkeiten anlocken. Scaraborn zum Beispiel gehört zu den selteneren Encountern und kann an einem guten Baum zu 70% wahrscheinlich erscheinen, während ein normaler Baum ihm nur die Wahrscheinlichkeit von 20% gewährt. Eine Besonderheit hat so ein guter Baum allerdings doch, und zwar Mamfaxo. Mamfaxo ist sich offensichtlich zu fein, den Honig eines Normalo-Baums zu schnabulieren und deniert ausschließlich von guten Bäumen. Schade, dass Mamfaxo nicht reden kann, sonst könnte er uns mal verraten, woran er die guten Bäume erkennt. Aber ein Mamfaxo von einem Honigbaum zu schütteln, liegt nun bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 525. Und wer sich jetzt denkt, ha, easy, ich schaue eben bei PokéWiki rein, welches die guten Bäume sind, vergiss es. Denn die 4 guten Bäume werden bei jedem Spielneustart random ausgewählt. Ich weiß, glaubt man nicht, aber ist so. Und wohin genau uns dieses Schlagwort jetzt führt, I wonder, I wonder. Machen wir es nicht länger spannend als nötig, sondern beeilen uns lieber mit dem Video. Das Wundereiland, das Atlantis der Pokémon-Welt. Lokalisiert, aber meist unauffindbar in der Höhenregion. Yay, noch mehr Verwirrung. Passt auf, dass ihr euch nicht wehtut. Also, das Wundereiland ist ein kleiner Inselbereich, auf dem es eigentlich nichts weiter gibt als ein einziges Pokémon und eine einzige Beere. Besonderheit jedoch, es ist nicht nur irgendein Pokémon und auch nicht nur irgendeine Beere, sondern Isso und die Lützi-Beere. Für beide ist das Wundereiland die einzige Fundstelle in der ganzen dritten Generation, ausgegangen von den Originalspielen Rubin, Saphir und Smaragd. Isso ist sonst nur über Zucht mit wohin genau zu bekommen, die Lützi-Beere gibt es sonst nirgends. Der Twist ist, ihr könnt diese Insel durchschnittlich nur alle 178 Jahre einmal besuchen. Technisch muss man dazu wissen, jedes Spiel und jedes Pokémon hat einen geheimen Zahlenwert. Der interne Spielwert ändert sich täglich unter gewissen Umständen. Stimme nun zufällig interner Wert und der Wert eines deiner Team-Pokémon überein, so erscheint die berühmt-berüchtigte Wunderinsel in Route 103. Bisschen wie Pokémon-Lotterie? Nur auf God-Level-Schwierigkeitsgrad. Dass das passiert, unterliegt einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 65.536.
In den Remakes Omega Rubin und Alpha Saphir gibt es gleich mehrere Wunder-Eye-Länder, die auf die Routen 104, 114, 124, 132, 134, Faustauhafen, Floßbrunn und der Küstenhöhle verteilt sind. Allerdings sind die ebenfalls nicht täglich erreichbar, da sich jeden Tag woanders Wunder-Eye-Länder und sogar Wunderwälder, Höhlen und Berge auftun. Oras spielt mit euch also etwas Katz und Maus, was das angeht. Well, an der Stelle wundert mich auch gar nichts mehr. Es sei denn, du willst mir erzählen, dass dir das hier passiert ist. Dieses Video hier zeigt den wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Fall in der Geschichte von Pokémon. Seit der 6. Generation X und Y gibt es in Pokémon die Massenbegegnungen, was der langweiligste und deutschste Name überhaupt ist, weshalb ich es Hordenkämpfe oder Horden nennen werde. Wir haben uns das letzte Mal über Shinies und ihre Wahrscheinlichkeiten unterhalten und da hatten wir schon den 1 zu 67 Millionen Fall mit den zwei Shiny-Startern. Aber das hier, das ist lächerlich. 5 Pokémon in einer Horde und allesamt Shiny. Nicht eines, nicht zwei, nein, 5. Auf einmal. Shiny Charm hin oder her, aber wenn das real ist, gehört das ins Buch der Weltrekorde. Der YouTuber, der dieses Video hochgeladen hat, schreibt selbst in der Videobeschreibung, die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt, und jetzt passt auf Leute, 1 zu 4 Billiarden 738 Billionen 744 Milliarden 101.853.125. Ich hab's nachgerechnet und kam selbst nicht auf den Wert. Jetzt weiß ich nicht, mit welchen Orts er hier rechnet. Die einzige Info, die ich eben habe, sind die Shiny Charms. Aber ich komme nicht unter die Billiarden. Es ist unfassbar. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Hut ab, wenn das echt ist. Tja, Freunde, ein paar Dinge habe ich noch. Wenn ihr einen dritten Part sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Über eine Billiarde Likes freue ich mich natürlich auch, aber fangen wir erstmal klein an. Wenn euch jetzt noch Unwahrscheinlichkeiten einfallen, dann ab damit in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es noch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Danke an Skyraker für das Schneiden des Videos und bei der Unterstützung bei dem Format hier. Folgt mir auf Twitch, das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, Leute. Ciao.